Okay, ist mit dem Ton alles in Ordnung? Ja? Okay. So, dann müssen wir jetzt wieder ruhig werden, ne? Die Videokamera zeichnet alles auf, was Sie sagen. Das kann man dann später rausfiltern, ne? Und Ihnen persönlich zuordnen. Wenn man später sagen, was der wieder gelabert hat an der Vorlesung. Nee, Quatsch. Okay, so, alles klar? Zeichnen schon auf? Super, gut. Wir haben uns die ganze Zeit mit Konkurrenzsystemen befasst und damit machen wir weiter. Bislang haben wir uns im Wesentlichen befasst mit Systemen aus zwei Konkurrenzen und das wollen wir jetzt verallgemeinern auf N-Konkurrenzen. Und der erste Schritt der Verallgemeinerung ist, wir gehen erstmal von 2 auf 3, um zu schauen, was verändert sich da, was müssen wir machen, um mit 3 Konkurrenzen umzugehen, und dann können wir es ganz einfach verallgemeinern auf N-Konkurrenzen. Ich schreibe Ihnen mal 3 hin, ja? Und zwar, x ist kongruent 3 modulo 5, x ist kongruent 5 modulo 7, und Sie dürfen trotzdem weiterhin still bleiben, bitte. Danke. Und x ist kongruent 7 modulo 9. So, jetzt haben wir 3 Konkurrenzen und wir sind interessiert an dem x, ne? Erinnern wir uns mal, was war wenn wir 2 Konkurrenzen hatten, was war da der Trick? Wir haben Folgendes versucht. Wir haben ein x derart gestaltet, dass wir hier immer diese ai, die hier stehen, hingeschrieben haben und multipliziert haben mit irgendwas, ja? So, also bei 2 haben wir es immer so gemacht, wir haben das derart multipliziert mit was? Und zwar womit? Dieser Gesamtausdruck muss ja, wenn ich mal nur die ersten beiden Konkurrenzen betrachte, ne? Wenn ich modulo 5 rechne, das ergeben, wenn ich modulo 7 rechne, das ergeben. Das heißt, wenn ich modulo 5 rechne, dann fällt das da hinten, soll das da hinten wegfallen? Also hier steht jetzt so zufällig die 5, aber hier hinten muss die 5 drin enthalten sein, dass es wegfällt. Und dieser Teil muss 1 ergeben, modulo 5. Anders, wenn ich modulo 7 rechne, muss dieser Teil hier wegfallen, also hier drin muss irgendwo die 7 stehen. Und dieser Teil hier muss 1 ergeben. Und genauso ist es jetzt auch, wenn ich es verallgemeinere auf 3 Kongruenzen. Jetzt rechne ich x einmal modulo 5, einmal modulo 7 und einmal modulo 9. So. Wenn ich jetzt modulo 5 rechne, muss 3 rauskommen. Also dieser Teil muss 1 ergeben und dieser Teil jeweils 0. Wenn ich modulo 7 rechne, muss dieser Teil 1 ergeben und diese müssen 0 ergeben. Wenn ich modulo 9 rechne, müssen diese hier 0 ergeben und dieser 1. So. Sieht jemand von Ihnen eine Strategie, wie wir multiplizieren müssen, damit diese Bedingungen erfüllt sind? Das ist jetzt die Herangehensweise, ne? Sieht jemand die Bedingungen? Kurz drüber nachdenken, oder? So, kurz drüber nachdenken. Anders gesagt, vielleicht, dieser Teil hier muss modulo 5 1 ergeben und modulo 7 und modulo 9 0. Der muss modulo 7 und modulo 9 0 ergeben und modulo 5 1. Was könnte die Strategie sein? Ja. Richtig. Ja? Dann braucht man eben noch irgendwas, 7 mal 9 kongruent
1 Modulo 5 ist. Das heißt, wir brauchen diverse zu 7 mal 0. Sehr schön. Genau. Ich wiederhole es nochmal für die Kamera. Hallo. So. Ich muss 3 multiplizieren mit zunächst mal dem Produkt aus 7 und 9. Ne? Weil dieses Ding hier wird dann 0 modulo 7 und 0 modulo 9. Stimmt das nicht? Ah, der Punkt muss noch deutlicher werden für die Videos, genau. So, okay. Dieser Ausdruck wird jetzt modulo 7, modulo 9, 0. Und jetzt muss ich noch erreichen, dass dieser Ausdruck modulo 5 1 wird. Damit 3 rauskommt. Ne? Und die anderen beiden 0. Okay, wann wird dieser Ausdruck hier 1 modulo 5? Naja, wenn ich das Inverse von 7 mal 9 an 7 mal 9 ran multipliziere. Genauso in den anderen Fällen. Ja? Da muss ich mit 5 mal 9 multiplizieren, damit es modulo 5 und modulo 9 0 wird. Und naja, mit dem Inversen von 5 mal 9 modulo 7 multiplizieren, damit der Teil 1 wird, wenn ich modulo 7 rechne. Und genauso hier muss ich jetzt 5 mal 7 mal x3. Ja? Der Teil soll 0 werden, wenn ich modulo 5 und modulo 7 rechne, und der soll 1 werden, wenn ich modulo 9 rechne. Wenn ich modulo 9 rechne, muss dann x3 das Inverse zu 5 mal 7 modulo 9 sein. Also was ich jetzt für Inverse berechnen muss, ist, ich muss wissen, 7 mal 9, Klammer's mal, mal x1 ist kongruent 1 modulo 5. Und ich muss berechnen, 5 mal 9 mal x2 ist kongruent 1 modulo 7. Und ich muss berechnen, 5 mal 7 mal x3 ist kongruent 1 modulo 9. So. Ich nehme also modulo 5, die anderen beiden Modulen, multipliziere die und berechne von diesem Produkt das Inverse. Was ist 7 mal 9? 63. Was ist 63 modulo 5? Ist 3. Wir suchen also das Inverse von 3 modulo 5. Das wäre? Ja? 2. Genau. x1 ist 2. So, x2. Wir berechnen 5 mal 9, das ist 45. 45 modulo 7 ist 3, genau, weil 42 durch 7 teilbar ist. Ne? Also 3, was ist Inverse von 3 modulo 7? Ja? 5, genau. 3 mal 5 ist 15 und das ist 1 modulo 7. So. x3, 5 mal 7 ist 35, 35 modulo 9 ist 8, genau. Was ist Inverse zu 8 modulo 9? Die 8 ist auch minus 1, ne? Modulo 9. Und wie mache ich aus der minus 1 eine 1? Ich multipliziere minus 1 dran. Also ist die 8 das Inverse zu 8. 8 mal 8 ist 64. 64 ist kongruent 1 modulo 9. Ja? Die 8 ist modulo 9 kongruent zu minus 1. Und dann muss ich sie mit sich selbst multiplizieren. Sie ist also selbst invers. Ja. Wir könnten aber jetzt auch minus 1 schreiben, oder? Weil dann 5 mal 7 mal minus 1. Ja, man könnte auch minus 1 schreiben. Ja, genau. Bleiben wir mal in natürlichen Zahlen jetzt, man könnte aber auch minus 1 schreiben. So, das heißt, naja, jetzt kann man den Rest ausrechnen. Ne? Schreiben wir es nochmal komplett als Produkt hin.
x ist gleich 3 mal 7 mal 9 mal 2 plus 5 mal 5 mal 9 mal 5 plus 7 mal 5 mal 7 mal 8. So. Sieht jetzt ein bisschen kompliziert aus, ne? Aber wir können mal kontrollieren, warum funktioniert das jetzt, wenn ich das ausgerechnet habe, ne? Wenn ich dann modulo 5 rechne, modulo der ersten Gleichung, dann fällt das da hinten und das da hinten weg, weil ich hier jeweils die 5 drin habe. Und 7 mal 9 mal 2 ist kongruent 1 modulo 5, also bleibt die 3 übrig. Und genauso in den anderen beiden Fällen. So, dann müssen wir noch ausrechnen, ne? Machen wir es mal kurz, irgendwie versuchen wir es mal kurz zu machen. 6 mal 7 mal 9 ist 63 plus, das ist 125 mal 9. Sie korrigieren oder kontrollieren mich jetzt bitte, ob ich richtig rechne. 7 mal 7 ist 49 mal 5 mal 8 ist 40, ne? So war es immer noch richtig? Okay. 6 mal 63 ist 360, 378 plus 125 mal 9. 125 mal 8 ist 1000, also haben wir 1125. Und 49 mal 40, 40 mal 40, also 40 mal 4 ist 160. Dann kommen 36 dazu, sind 196, sind also 1960, oder? Stimmt's? Ja. Jetzt kann man das Ganze natürlich addieren. So. 1125 plus 1960 sind 3085. Dann machen wir es nochmal in Schritten, oder? Dann vertun wir uns nicht so oft hier. 378 plus 3085. Ist 3463. Ja. Sicherheitshalber nochmal kontrollieren. So,